Hallo Utabis und herzlich willkommen zu Folge 2 von Tangle Deep. Man könnte die Folge jetzt nutzen, um über Gott und die Welt zu reden. Also Gott eher nicht so sehr. Geld einzahlen? Ja, alles. 200 G abbrechen, gut, wenn wir gerne haben, ich will's wohl. Ich will wieder zurück. So, ja. Wo wollten wir denn diesmal hin? Ist das etwa ein Sondermonster da? Komm her, komm her. Ja. O-Tropfelblab, aggressiv. Mhm. Wenn man das so ist. Trete ich eben auf deinen Kopf drauf. Und verschwinde da ganz schnell. Und leg dich rein. Indem ich dich von hinten mit dieser Axt angreifen werde. Mit volle Wucht. Naja. Du hast Granat aufgehoben. Oh, ist der was wert? Seltenheit gewöhnlich. Mhm. Beim Murmelspiel als Wetter, also nein. Na, dann gehen wir mal weiter. Zählernkraut F1, F1F. Ein Krotter waren wir schon, gehen wir da rein. Oh, schon wieder einer. Keine Schätze in der Umgebung, nein. Etwas Feines kochen. Ja, sicher noch. Mit einer einzigen Zutat kochen und dafür ein kraftvolles Hals machen. Kannst jederzeit sein. Mhm. Oh. Warte mal kurz. Wo muss schon her? Könntest du mal meinen Rücken kratzen? Ich mag es, wenn man meinen Rücken kratzt. Na doch. Kratz, kratz. Oh, danke. Mhm. Es fand Blutung und Heilung, alle Blutung behoben sind. Okay. Monsterhauer. 75. Was soll ich bei dem anderen? 200 oder so? Egal. Nehmen wir. Rosenblüten. Kochen. Mhm. Schriftrolle der Froscharmee. 4 seltene Böen. Beschwört eine große Gruppe feindlicher, freundlicher und unfreundlicher Frösche. Tritt Warzen, Zungen, Haus des. Was? 57 Blei, folgt Zelt. Ja. Komm, wir kaufen mal eins für den Fall der Falle. Flasche aufgefüllt, so. Wollen wir uns ausruhen oder? Ja, komm, ausruhen. Ja, ausruhen, habe ich gesagt. Unglaublich. Haltet mich nicht immer für unfähig. Ich weiß, was ich will. Weiter geht's. Zählernkraut 2F. War was? Hast du das nicht gehört? Truff, truff. Ha. Robuste Stiefel. Geiz. Ja, dann gucken wir doch gleich mal. Laufschuhe. Okay. Plus 2 CD pro Schritt solo. Gehe straflos durch Schlamm. 15% Gold von Monstern. Das reicht mir schon. Ausrüsten. Wieso immer Zubehör 2? Kann ich. Einfache Schleuder. Was haben wir hier für eine gehabt? Gar keine. Warum nicht? 3. Ja, von mir ist. Stirb. Kieselbeutel. Schleuer. Was zum Geier? Nehme ich den hier noch für einen Krempel auf? Kieselbeutel. Schleuer. Wertfähigkeit Steinwurf. Aha. Plus 10 List, 2 Kernwerte. Jetzt sehe ich es ganz durch. Hier ruht Xanir, der die Waffen ausging und die Daumensteine auf Monster fand, bis sie sie fraßen. Was ersetzen mit robuste Stiefel Geiz? Kann ich schauen? Nein. Lauf ich auf Stein, auf Kiesel rum oder? Schätze. Was bist du denn für einer? Fällt dir ein? Als wie? Knüppel auf dem Boden. Ja, gut. Wir sammeln mal weiter. Items, wir müssen ja nicht alles jedes Mal angucken. Und dann
gehen jetzt drauf los, als ob es hier nichts gäbe. 63 Gold nehmen wir mal. Komm hier. Ja, komm, komm. Das ist noch eine Blitzkeule drüber. Kurzschwert, jawohl, das wollte ich hören. Drecksvieh. Ah, ein paar Sneaker ich nehme, ah. Ja. Ich mag die Fähigkeiten. Ist ganz kurz, lebe ich das Ganze. Oh, Käserad, ja. Natürlich, ich nehme immer Käseräder mit auf dem Fußboden rumliegen. Das macht man bei uns so. Also Tangle-Diebe. Wieder so einer. Ah. Wieso gehe ich eigentlich nicht durchs Wasser? Blub, 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 blub. Mhm. Gut. Hätten wir auch das geklärt. Die Schrittlautstärke ist gut. Blub, 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 blub. Was ist das hier? Warum kenne ich das nicht? Muss man jetzt da mal hier unten umschauen. Ja, ja. So, wo war das jetzt hier? Ach Mensch, hinterm Baum versteckt. Frechheit. Ich will sehen, denn ich weiß, wann genug ist. Zack. Da unten ist noch eine Ecke, die schauen wir uns noch an. Ja, die Monster scheinen nachzuwachsen. Dachte ich mir noch. Oh, ein goldener Schleim, ist mir egal. Oh, was haben wir denn hier? Geht, geht. Das ist ein Schneckball. Gab's gar nichts. Schön, dass wir es geklärt haben. Was ist die für eine Treppe? Zedernkorte 3F. Ja. Will ich aber noch gar nicht hin. Ist mir egal, Trophäe. Ich mache auch noch kaputt, weil es Erfahrungspunkte bringt. Also mir fehlt jetzt wirklich, dass die Dinger auch so nachanimiert sind. Vielleicht kommt das ja noch. Apropos. Steht eigentlich irgendwo. Welt sieht nicht. Ich wollte gerade sagen, ist das AliExis oder habe ich was verpasst? Ich glaube nicht. Glückwunsch, du hast tobsüchtig Spezialtalent für diesen Speicherplatz freigeschaltet. Du kannst dieses Spezialtalent auswählen, indem du später neue Charaktere erstellst. Aha. Schön. Ich bin jetzt tobsüchtig, das wollte ich schon immer hören. Blub, 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 blub. So, gewinnen. Auf zur Treppe, würde ich sagen. Und dann gleich erstmal im Zelt übernachten. Dann sind wir K.O. Ja, definitiv. Zelt. Verwenden. Gut. Abgeschlossenes Gerücht. Versuch doch mal Hirnstreuner. Aha. Habe ich gemacht und das noch mit physischem Schaden. Arsch. Ja. Deswegen wollte ich das Zelt. Verlierst du 800 Gold, die Hälfte deiner gesparten EP und die Hälfte deines EP-Fortschritts zur nächsten Stufe. Der Helfer ist überlegen. Gott, kann ich sagen. Ach ja, war ja was. Habe ich mir selber das Leben schwer gemacht. Hätte ich gar nicht machen müssen. Naja. Ja, wir haben es verstanden. Da ist immer noch was. Ja, ich gehe ja schon gucken. Lasst mir Ruhe. Hauptsache, Ruhe. Hey du da, eins meiner Tierchen ist beim Baden davongekommen und ich muss es wieder zurück ins Gehege bringen. Hilf mir doch mal, ja? Greife das Biest an, bis 15% der Minergesundheit an. Schnapp dieses Monster und von ihm wieder. Ja, ja. Ihr wollt mir doch bloß beibringen, wie das geht. Tag.
Dem armen Frosch hast du es aber gezeigt. Jetzt, wo er ausgenockt ist, kannst du ihn hier rüber zum Käfer bringen. Dann machen wir es ihm gemütlich. Aha. So, den schleppen wir jetzt ein bisschen daher. Ja, Monster. Wie heißt dieses Monster? Ich habe keine Ahnung. Wie wollen wir denn den armen kleinen Frosch nennen? Uwab. Ja, jetzt kann Uwab wieder ganz, sieht Uwab wieder ganz fröhlich aus. Ja, es mag dich bestimmt da, aber sicher. Ja, ja. Lass das. Ja, das liegt gar nicht weg da. Uwab, wie geht's dir denn? Monster ansehen. Pflegen. Ja, wir wollen doch den armen See. Was? Kämmen und schneiden den Frosch? Nein, baden und stylen. Jetzt ist mal gut. Wir reden hier von Uwab. Monster ansehen. Füttern. Mhm. Klar noch mit Fleischkebab. Hier, bitte. Zurück zur Liste. Mhm. Uwab mag den Geschmack und will mehr davon. Mhm. Uwab mag Fleischkebab. Das freut mich für dich. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr füttern. Willst du ein bisschen Curry haben? Ja. Nein. Zufriedenheit jetzt ist auf glücklich gestiegen. Aha. Wie sieht's aus, Uwab? Lass zusammenschließen. Du holst dein Monster Uwab aus dem Gehege. Der Monster ist bereit für ein Abenteuer. Na, dann komm, Uwab. Wir beide schaffen das schon. Der kann sich teleportieren. Lass uns mal testen. Eigentlich für Bäume und warum? Danke, jetzt reicht du. Einen glänzenden Funkelhorn pflanzen. Aha. Ein. Fälle ihn. Nee, lass mal. Lass mal den Baum wachsen. Das haben sie sich noch alles einfallen lassen bei dem Spiel. Egal. Weiter geht's. So ein Livestream-Spiel eigentlich, oder? Was willst du denn schon wieder von mir? Was hast du denn Schönes? Brille. Sehr, sehr nützlich und sie schmeichelt meinen Mangenknochen. Aha. Ja, ich weiß noch nicht, was ich gerade bezahlt habe, aber egal. Warum? Kurzbogen. Den nehmen wir mit. Aha. Na denn. Da ist jetzt der Uwab angezeigt. Geht noch. 10 und Karte 2. Wenn die jetzt hier noch anzeigen würden, tun sie sogar. Da was. Blitz hier nicht so rum, sonst wird Uwab schmutzig. Ja, Uwab, zeig's ihm. Ich hab's noch bei 93%, Gott. Wir müssen ihn nicht gleich von Anfang an töten. Was bist du denn für einer? Wir werden Uwab vorlaufen lassen. Ganz klarer Fall, der kümmert sich um die Gegner. Uwab, so geht das. Schluss jetzt hier mit dem Gefunkel. Wollen wir nicht das Gold übersehen? Ui, das ist ein eisernes Klemmer, dachte ich mir. Lava. Beim Drauftreten Chance auf starken Feuerschaden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, was gibt's denn hier? Kleines Geheimeier. Beschwört ein zufälliges, schwaches Monster, das für dich kämpft. Mhm. Naja, dann warten wir mal, bis wir was brauchen. Ja, das, Uwab, möchtest du mal... Wie können wir dir eigentlich Laufbefehle geben? Der macht's freiwillig. Und dann...
Dicker Kürbis. Gold, Gold. Ich weiß, da war eine große Truhe, aber... Wenn es jetzt mit der Schleuder wesentlich mehr Schaden machen, egal. Ich weiß überall Ausgänge. Ich gucke sie mir alle an. Gestern habe ich meinen Freund Sando gefragt, ob er eher gegen einen extrem großen Grünschleim oder viele kleine kämpfen würde. Wir haben rausgefunden, wir sollten beide nicht. Ist ein groß, ist ein heißes Bad. Mhm. Pilzkröte. Uwab, aggressiv. Ach, Uwab ist eine Pilzkröte. Jetzt wissen wir es genau. Entschuldigung, Uwab. Das kann doch mal passieren. Einfach des Gefechts. Dass meine Bombe genau da landet, wo du zufälligerweise gerade rumstehst. Wirklich was versehen. Büchse der Pandora. Aufmachen. Nur ein bisschen Kraft. Diese speziellen Truhen gehen auf als Fahrer und aussehen etwas so. Doch dafür in alle Monster tanken etwas schwieriger, besonders auf diese Ebene. Balz um den Kopf. Ah. Völlig wurscht. Komm her. Komm. Dachte ich mir noch. Kann ich nehmen, hm? Na dann. Ich bin mit der komischen Schleuderfunktion immer noch wesentlich stärker als alles andere. Was bist du, ein Arikudas? Auf. Ah, Uwab macht sich. Wird schon. Und er heilt sich auch immer selber. Finde ich klasse. Werden die automatisch stärkeren Monster im Spiel auch beim Fangen dann automatisch stärker, wäre mal meine Frage. Jetzt durch die Lava und zurück. Tauchen hier kleine neue Gegner auf. Hör auf zu teleportieren, das ist ja fürchterlich, dieser Uwab. Der nur Unfug im Kopf hat. Klar, das war ja eigentlich zu erwarten, oder? Machst du jetzt mal Uwab, oder? Mach dich nützlich! Handachst aufnehmen, sehr schön. Aufschauen, wozu kaufe ich hier eigentlich noch was? Ich sowieso alle 3 Meter was finden. Was ist das hier? Ja, ich muss gleich wieder. Niesen. Wollte ich sagen. Ach, dieses Drecksvieh. Warum fange ich mir eigentlich nicht mal sowas und so? Das hier. Wirbelwind, aha. Oh nein, es ist Uwab gewesen. Er ist verwundert und geht zurück zum Gehege. Dieses extrem starken Windes. Der Wind hat Uwab dahin gerafft. Ich habe schon immer geahnt, dass Uwab ein Weichei ist. So, weiter geht's. Haben wir jetzt mal alles? Zedernkrotte F4, Karottensteige, Pieksgrube. Und dann auf zur Pieksgrube, würde ich sagen. Wo bist du denn ferner? So ein süßes kleines Ding jetzt. Nee, noch nicht. Komm her zu mir. Ja, das war ja klar. Fackel, Vertrautheit. Mhm. Ja, du Drecksvieh. Bist paralysiert und kannst nicht angreifen. Mhm. Ah, jetzt weiß ich, wozu die Blitzaxt gut ist. Gut, wusste ich ja vorher. Auf zur Pieksgrube. Klingt schön. Da gehen wir hin. Was bist du denn für einer? Du spinnst wohl. Nehmen wir einen Schluck, wa? Ist doch nicht sowas nach Hapa. Was tun wir noch? Essentielle Monsteröle. Jetzt weiß ich, warum das Pieksgruber ist. Der wimmelt hier von diesen Viechern. Ich sollte hier nicht stehen bleiben. Katar auf dem Boden. Was denn noch alles?
Gut, dass man hier schräg laufen kann. Du schon mal. Lass jetzt hier. Ja, die Looper, die verschwinden auch noch nach einer Zeit. Drecksdornviech. Zack, zack. Ja, schlau ich bin, tun sein nämlich. Ne? Ein Schatz. Minziges Elixier. Hm, okay. Truthahnbein. Ih. Irgendwo in einer Grotte finde ich ein Truthahnbein im Fußboden. Wie schön. Da war schlecht. Halt, hier war ich noch nicht. Erstmal hier. Könnte sein, dass hier was gibt, was ich haben will. Ich sollte aufhören, mit WASD zu steuern, das macht das Ganze nicht weniger gefährlich. Brauchen wir noch ein paar Heiltränke, weil, warum nicht? Kunai aufgehoben, das freut mich. So, jetzt sollten wir das mal gucken. Schienenpanzer, Pfeilschwäche. Lauter bewegen die Monster anlocken können. Für minimalsten Abwehrerhöhung, nee. Brille. Nee, was war das jetzt? Stiefel sind Accessoires, keine Frage. Brille, plus 5 List, plus 5 Tempo. Mhm. Fall und Schädlinge. Das sind Feuerschaden, sind ja auf Abrufen. Boah, jetzt nicht unbedingt Ring der sicheren Treffer. Chance. Nee, wir bleiben bei den Dingsbums. Plus minus 1 Schaden durch physisch. Plus 15 Gesundheit. Tja. Ledermütze. Wenn ich mit Bogen und Klinge durch die Wald führe, muss ich auch sowas hinten. Ledermütze fertig. Wird schon werden. Stirb, stirb, Schleim. Rex, Schleim. Ich will nur sagen, dass er die Weißen schließt. Schatz, aha, Expressdienst. Ich frage Gott erst. Meine Fresse, wie groß ist denn das Ding hier? Was ist denn das hier? Wird mir wieder richtig angezeigt? Okay, dann nicht. Gehen wir noch ein bisschen hier lang. Dann ist bald Pause hier. Die Folgen gehen schon wieder viel zu lang. Das war so nicht beabsichtigt. Komm her, ja. Drauf, 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 drauf. Ich sollte ab und zu mal meine Fähigkeiten einsetzen, oder? Aber bei den Fingerviechern ist das sowieso... Pardon. Überflüssig, weil... Na komm jetzt hier drauf, du kriegst doch wohl eins rein. Ich wäre hier gleich nicht mehr. Halt. Gold, Gold, Gold. Nur schön, aber eins nach dem anderen. Hier brauche ich noch nicht. Nächste Super. Jetzt
können wir dann nach oben gehen und fragen, was das da war. Oh, Kisten deshalb. Ich gewöhne mich dran, keine Sorge. Das finde ich schon noch alles raus. Nichts. Hat sich ja super gelohnt. Jo, jo, jo. Da ist ein Monster. Das lassen wir mal links liegen. Gehen hoch in die Ecke. Weil da gibt es einen Schatz. Sehr gut. Und einen Zauberbrunnen. Warum auch nicht? In der hintersten Ecke ist wieder so ein Drecksvieh. Aha, ich habe einen Wurfspeer. Schön. Alles Dinge, die ich mit Sicherheit nur verkaufen habe. Welchen Wert sollte es sonst für mich haben? Du da. Platt machen. Auch noch eins. Den machen wir auch noch kaputt. Solange die Monster hier nicht nachwachsen, sind wir alle glücklich und zufrieden. Was Wurzel? Nee, gut. Hey, komm, 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 komm. Dann noch einer drauf. So mag ich rundenbasierte. Klick, 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 fertig. Noch hier lang. Hab ich hier noch was übersehen? Monster, Monster, kommt heraus. Sieht ein Schatz aus hier. Ja, wollen wir es nochmal probieren? So. Ah, okay, mache ich. Kapuze geschickt, Päckchen Minzbonbons. Yay! Ich hab Minzbonbons gekriegt. Wie schön. Sag raus hier. Ich würde sagen, jetzt beenden wir aber die Folge. Wir haben jetzt genug im Tunnel rumgekrapselt. Der nächste ist da oben. Und ich speichere ab. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!